Also wenn man jetzt mal in ein Museum geht und weglässt diesen unglaublichen Druck, eine Ehrfurcht vor bestimmten Namen, bestimmten Epochen, bestimmten Stilen zu haben, dass man alles weglässt und wie ein Kind durchgeht und einfach staunt und bereit ist, sich diesen Bildern auszuliefern, dann wird man merken, dass man eine völlig andere Art von Erlebnis hat. Ich kann hier durch ein Fenster in eine andere Dimension schauen. Ja, und ich sehe etwas, was ich noch nie in dieser Form gesehen habe, in der uns gemeinsamen Welt, in der materiellen Welt nicht vorkommt. Es gibt keine Landschaft, die so aussieht. Diese Art von Licht gibt es in unserer Natur nicht. Es ist so, als hätte er sich zurückgezogen aus unserer gemeinsamen Welt und stellt seine eigene Welt, seine eigene Dimension, seine eigene Schöpfung unserer Realität entgegen. Ja? Es ist eine Art von Stolz. Er macht seine eigenen Gesetze. Und in seinem eigenen Universum, in seinem spirituellen Universum, ist er Gott. Das heißt, er macht die Regeln, er macht die Naturgesetze. Und dadurch sind diese Bilder authentisch und berühren, unglaublich. Plötzlich gewinne ich einen Ausweg, eine Fluchtmöglichkeit aus dieser engen, kontrollierten und durchmessenen und durchorganisierten Welt. Und ich kriege das Gefühl, es gibt unendlich viele Parallelwelten. Weil diese Welt ist so real wie unsere und ich habe von der Welt nie was gewusst. Dank Franz Sedlacek darf ich das erste Mal in diese Welt schauen. Also der technische Aspekt bei Bildern interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Man muss so Bilder ansehen, wie ein Kind ein Bilderbuch anschaut oder ein Märchen hört. Ja? Ein Kind hat keine technischen Fragen, sondern ein Kind lässt sich in diese Illusion, die da erzeugt wird, hinein. Und ich glaube, Picasso hat etwas Ähnliches gesagt, wie dass jede Art von Kunst Lüge ist. Ja? Also es ist eine Erfindung, die aber die Wahrheit transportiert. Ja? Und so ein Bild, so ein Kunstwerk besteht ja aus, zum Teil aus Materie. Ja? Das heißt, wie bei einem Rembrandt-Bild, wenn ich das jetzt analytisch untersuchen würde, mit allen naturwissenschaftlichen Methoden, die uns zur Verfügung stehen, würde ich feststellen, was ist ein Rembrandt-Bild? Ein Rembrandt-Bild ist etwas altes Holz mit wurmstichig, mit Löchern, eine brüchige Leinwand, etwas Leinöl, Harze vertrocknete und Pigmente. Das ist alles. Also eigentlich stellt es keinerlei materiellen Wert dar. Der Verbrennungswert wäre wahrscheinlich Wärme für eine Minute. Also wertlos. Jetzt ist die Frage, warum gibt jemand 150 Millionen für sowas aus? Was kauft er damit? Doch nicht das Materielle, das wertlos ist. Er versucht, etwas zu kaufen, was es gar nicht gibt in unserer Welt. Etwas Immaterielles, etwas Geistiges, Ideelles. Das allein ist der Beweis, dass es diese Art von Qualität, die außerhalb der Materie ist, existieren muss. Und das ist der einzige Teil, der mich interessiert. Ist das, was er hier, diese Illusion, die er hier erzeugt, berührt mich die, ja? Bereichert mich die, ändert die meinen Viewpoint? Ja? Bin ich nach diesem Bild in einer anderen Stimmung? Ja? Beginne ich nachzudenken, tut das was mit mir emotional? Das ist das Einzige, was entscheidend ist dabei. Bei diesem Bild habe ich den Eindruck, dass das jemand ist, der mir seine Geschichte erzählt. Ich spüre da die ganzen Verletzungen, die er erlebt hat in der Welt, psychische, vielleicht auch physische, wie er sich an dieser Welt und der Realität die Finger verbrannt hat. Das spürt man. Man spürt diese Traurigkeit, man spürt der Schmerz, das fühlt man in diesem Bild. Aber, wie bei Beckmann, merkt man, der Künstler ist nicht gebrochen worden. Er hat nicht aufgegeben. Er hat sich dem nicht unterworfen. Er hat einfach, ist zurückgeschritten in seine eigene Welt, hat seine eigene Gegenwelt geschaffen mit diesem Bild. Eine eigene Dimension unserer Dimension gegenübergestellt. Das heißt, ich spüre auch eine Art von Stolz, dass er nicht gebrochen ist, ja? Dass er sich nicht dem Diktat unserer Realität völlig unterwirft, sondern dass er seine eigene Gegenwelt schafft. Und dieses Bild, diese Gegenwelt, die er mit diesem Bild zeigt, erzählt
seine Geschichte und damit auch die Geschichte der meisten Menschen. Ja? Die Verluste, die jemand hat, diese Melancholie, aber zugleich eine Art von Stolz, der nicht zu brechen ist. Ja? Also seine Individualität, seine Existenz besteht weiter. Das sieht man hier. Er sitzt da an diesem Harmonium und spielt. Und die Fledermaus flattert durch den Raum. Es hat eine gewisse Traurigkeit, ein irreales, seltsames Licht. Aber er ist auch unerreichbar in dieser Welt. Ja? Also niemand, kein Agent irgendeiner Macht dieser Welt kann an ihn heran. Wir dürfen nur hinüberschauen zu ihm. Und irgendwie ist es auch ein Triumph und eine Demonstration von seiner Unverletzbarkeit und Unberührbarkeit als Individuum.